Hallo, zum Vortrag. Früher war mir Ajax. In dem Vortrag will ich eigentlich gar nichts über Ajax erzählen, werde es aber wahrscheinlich trotzdem tun. Dann fangen wir doch direkt an. Ajax, wer kennt denn irgendwas mit Ajax? Was ist Ajax? Okay. Dann die Frage, was ist Ajax? Was zum Essen? Auch, ja, tatsächlich. Asynchrone Kommunikation. Genau. Das habe ich schon gelöst. Ajax heißt Asynchronous JavaScript in XML. Und die Idee ist, dass man per JavaScript asynchron, also unabhängig von dem normalen Page Load, sich früher XML, heute viel mehr Daten holt und damit arbeitet. Und früher die Standard-Web-Anwendung war, der User ruft eine Domain auf, der Browser fragt den Server an und sagt, ich hätte gerne eine HTTP-Seite. Der Server verarbeitet die und liefert HTML, CSS, JavaScript zurück. Dann liest der User, klickt irgendwo hin und wieder der gleiche Vorgang, HTTP-Request, es gibt wieder die komplette Seite zurück. Was Ajax nun macht, ist, es klingt sich ab dem zweiten Klick ein. Also man muss immer einmal die komplette Seite laden. Und ab dem Moment klingt sich diese Ajax-Engine ein. Und wie man hier sieht, Ajax ist JavaScript. Also Ajax ist keine Technologie in irgendeinem Sinne, wo es irgendwie was gibt, sondern Ajax ist eine Sammlung von anderen Technologien. Also Ajax ist JavaScript auf der einen Seite. Ajax sind auch verschiedene Formate wie JSON, wie XML, wie HTTP, was verarbeitet wird. Und das Ganze zusammengeworfen ergibt Ajax. Und bei Ajax funktioniert das folgendermaßen. Statt dass es direkt einen HTTP-Request auf den Server gibt, gibt es eine JavaScript-Funktion, wird aufgerufen. Und diese JavaScript-Funktion, die programmiert man dann als Programmierer, die macht irgendwas und am Ende macht die den HTTP-Request. Und das Ergebnis von diesem Request kommt nicht zurück an den User, sondern wieder an die Engine dran. Und die verarbeitet dann die Rückgabe und dann wird es an den User zurückgegeben. Wenn man es vergleicht, ist es recht einfach und hier ist kompliziert oder aufwendiger. Jetzt natürlich die Frage, ja Moment mal, was ist denn der Vorteil von diesen Ajax? Weil senden, empfangen, recht wenig Aufwand und hier habe ich plötzlich irgendwelche Funktionalitäten, die... die ausgeführt werden müssen, die Performance fressen, die das Ganze ja viel langsamer macht. Und wichtig ist hier dann zu sehen, wie man oben sieht, oben bekommt man Server Response, HTML, CSS, JavaScript zurück und unten bekommt man Server Data. Das bedeutet, es ist wichtig, was passiert hier, um Ajax richtig nutzen zu können. Um es mal nochmal nebeneinander zu sehen. Das heißt, im normalen Zugriff bekomme ich die komplette Webseite und im Ajax muss ich jetzt schauen, dass ich dieses Verhältnis von der Mehraufwand, der durch das JavaScript hinzukommt, dadurch ausgleicht, indem ich weniger Daten lade. Und in dem Fall können Serverdaten halt HTML sein, also durch HTML-Code-Bruchteile, XML oder JSON. Mal ein konkretes Beispiel. Ich habe eine einfache Seite, ganz normal HTML-Head, Body mit einem Link drin. Ich klicke auf diesen Link drauf, komme auf die Link-2-Seite und was der Server mir liefert, ist das ganze Orange. Also ich bekomme die komplette Seite zurück. Bei dem ist jetzt noch kein Problem, bei großen Seiten ist es natürlich dann performancemäßig aufwendiger. Wenn wir das Ganze nur mit Ajax abbilden, dann haben wir wieder Link 1, komplette Seite. Und wir bauen das so ein, dass Ajax uns nur diesen neuen Link zurückliefert. Und Ajax nutzt dann JavaScript, um das reinzubauen. Das bedeutet, im Unterschied, wo die komplette Seite geliefert wird, wird nun vom Server nur dieses kleine Snippet geliefert. Das bedeutet, wir haben viel weniger Ladezeit. Und wir haben keinen Seiten-Reload. Das ist der größte Vorteil. Und hat jemand schon noch nie mit Ajax irgendwie programmiert, mit jQuery? Okay, dann kurzer Exkurs. Glücklicherweise hat Joomla jQuery on Board. Da ist Ajax, gibt es so eine Schnittstelle, wo man es nutzen kann, den Befehl Ajax. Und das ist eigentlich recht intuitiv. Man ergibt die URL an, die geladen werden soll.
Und dann hat man drei Möglichkeiten. Beim Erfolgfall landet man in einer Done-Methode, beim Fehler in einer Fail-Funktion und ansonsten landet man immer in der Always. Die Always hat zum Beispiel die Funktionalität, wenn ich klicke, dann verdunkle ich den Bildschirm und wenn es geladen ist, mache ich wieder hell. Das will ich ja, egal ob es einen Fehler gibt oder erfolgreich ist, will ich das immer haben. Deswegen kann ich dann eine Always-Methode machen. Um es noch zu vereinfachen, bietet jQuery sogar verschiedene Helferfunktionen an. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich vom Server JSON bekomme, dann kann ich die getJSON benutzen. Weil bei den Ajax muss ich damit JSON erst umwandeln und rumhantieren. Und hier bekomme ich es direkt. Ich kann gleichzeitig auch verschiedene Typen senden. Ich kann einmal Post, das kennt ihr vielleicht für Formulare, kann man einmal per Post schicken, einmal per Get schicken. Und das kann man hier auch simulieren, indem ich einmal den Aufruf Post nutze oder Get nutze. Und eine ganz schöne Funktionalität, die es gibt, die vielleicht nicht so bekannt ist, ist Load. Und damit kann ich Elemente ersetzen. Das bedeutet, ich suche mein Element aus der Seite raus und sage, okay, lad per Ajax mal von dieser URL alles, was zurückkommt, ersetzt das aktuelle Element. Direkt ein Beispiel. Wieder hier bei unserem Ajax-Anwendung. Da ist ein Beispiel, ich hole mir den Original-A-Link, also den Link mit A, und sage, ersetzt es alles, was vom Server kommt, dadurch. Das heißt, ich bekomme vom Server dieses AHF-Link 3 HTML und ersetze es dann einfach rein von links nach rechts unten. Und was ich gerne erkläre, was so oft ein Verständnisproblem ist, oft wird gesagt, ja, Ajax ist irgend so was Magic-mäßiges, da passiert irgendwas im Hintergrund. Aber im Endeffekt macht Ajax nur eine Sache, es simuliert einen Browser-Click. Das bedeutet, die URLs, die ich per Ajax aufrufe, könnte ich theoretisch auch im Browser einfach eingeben, aufrufen, bekomme genau das gleiche zurück. Also der Server muss da nicht irgendwie was Spezielles machen, muss nicht irgendwie konfiguriert werden, sondern statt dass ich im Browser klicke, simuliere ich es per JavaScript und verarbeite es per JavaScript. Das ist so wichtig zu verstehen, dass da echt nichts Magisches passiert. Ein bisschen Fragen, so als Kurzexkurs, was Ajax ist. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Ajax, also in der Regel ist der Ajax wird immer als komplex preisgegeben, aber in Joomla ist es sehr, sehr einfach. Und du hast jetzt wirklich diese Methoden über die JavaScript-Funktion benutzt. Genau. Und es gibt ja auch in Joomla genau mit Methoden. Wie läuft das ab? Gut, genau jetzt. Okay. Sehr gut. Gute Frage. Ich habe aber was vorbereitet. Genau, die Frage ist Ajax und Joomla. Was hat er dir bezahlt? Gibt es hier Komponentenentwickler unter euch? Also, um es kurz zu umreißen, Komponenten sind. Bei Komponenten ist ja einfach. Da gibt es einfach den Aufruf und in Joomla gibt es das Format hinten dran. Standard ist HTML. Das braucht man auch gar nicht, das nimmt dann Joomla automatisch an, dann wird die komplette Seite mit Template alles zurückgegeben. Man kann aber auch Format RAW zum Beispiel nutzen, dann wird nur der Inhalt der Komponente zurückgegeben. Das bedeutet, in Komponenten ist es sehr einfach, ja, Content nur zu ersetzen, indem ich einfach an die Komponentenaufruf das RAW dranhänge. Man muss dann ein bisschen Programmierung an die Dateinamen ein bisschen anpassen. Die heißt dann statt View HTML PHP, View RAW PHP. Funktioniert aber sonst genauso und dann bekomme ich nur den Inhalt der Komponente zurück. Also ich kann da die Snippets mir recht einfach reinprogrammieren. Problematischer wäre es natürlich mal Modulen, Plugins, Templates, weil ich habe ja da keinen Zugriff drauf direkt. Wenn ich die PHP-Datei aufrufe vom Plugin, kriege ich Access denied oder mittlerweile gar keine Fehlermeldung mehr, weiße Seite. Wie hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Also das Ziel ist, ich brauche jetzt von einem Plugin ein kleines Snippet, dass mir das Plugin ein Snippet zurückgibt, zum Beispiel. Komm, Ajax. Langweilig, ja. Also, genau, komme ich gleich zu. Früher war es so Standard, hat man so gesehen, so, ich sag mal, nicht ganz optimal programmierten Plugins, dass die entweder eine eigene PHP-Datei mitliefern, die angetriggert wird, wo alle Sicherheitsvorkehrungen von Joomla umgeht und dann direkt halt das Zeug ausgibt. Oder man kann im Template, vielleicht kennt ihr das, also es gibt ja diese Index.php in jedem Template. Wenn man jetzt da Template gleich Ajax an die URL dranhängt, dann kann man sich eine Ajax.php bauen
und sozusagen ein zweites Template im Template haben. Und da wurde dann so eine rudimentäre Ajax-Rückgabe mit hingefriemelt, die man dann nutzen kann. Und wie schon richtig erkannt, gibt es seit, weiß ich gar nicht, 4, 5 Versionen. 3.2 müsste es sein. Naja, war ich gefallen knapp, sind 6 Versionen. Komm Ajax. Und hatte nicht schon mal jemand Komm Ajax nicht in Joomla gesehen? Genau, weil das ist auch in Joomla im Backend zum Beispiel nirgends ersichtlich. Das, wie man hier sieht, es ist eine Komponente, die ist aber nirgends im Menü irgendwie aufrufbar. Und die Komponente selbst hat auch nur eine Datei, die heißt Ajax.php. Und die als Schnittstelle für, wie vorhin gesagt, Plugins, Module, Templates, und die kann man antriggern. Aber die kann man nicht im Menü verlinken, die kann man nirgends im Backend anschauen. Die ist einfach nur da als, ja, als Auffangbecken dafür, wenn man es gezielt haben will. Und nun nehme ich mal diesen Code und zeige ich mal kurz, welche drei Möglichkeiten es gibt. Als erstes sind wir wieder bei dem Problem, was bekomme ich zurück? Da bietet uns Joomla zwei Sachen an, entweder JSON oder RAW. Das heißt, wenn ich irgendwas aufrufe, muss ich mich vorher entscheiden, bekomme ich vom Server ein JSON zurück oder ein RAW zurück. Ist jedem JSON bekannt, was JSON bedeutet? Okay, JSON ist, ist ein Format, ein Dateiübertragungsformat, was auf ich sag mal, JavaScript-Objekten basiert. Das heißt, man baut sich ein JavaScript-Objekt und hat dann mit diesen geschweiften Klammern drumherum und darin sind dann die Objekte drin. Also es ist im Endeffekt ein Übertragungsformat, wo standardisiert ist. Da gibt es dann eingeschränkte Typen, wie es kann einen Boolean-Wert geben, einen Int-Wert, einen String und Objekte, die dann wieder diese Unterwerte. Da kann man sich dann halt ganze Bäume zusammenbauen. Und das dann, der Unterschied ist dann im Prinzip bei RAW, kriege ich einfach pauschal mal völlig unstrukturierten Content zurück und bei JSON ist halt eine Struktur dahinter, die ich dann per JavaScript auch sehr einfach durchlaufen lassen kann, weil es ein JavaScript-Objekt ist. Da muss ich mich dann entscheiden, also wenn ich zum Beispiel ein Modul habe, wo irgendwelche Rückgabenwerte rauslassen sollen, die formatiert sind, dann nehme ich HTML, also RAW. Und wenn ich aber tatsächlich einzelne Werte, zum Beispiel ich will User-Daten laden und irgendwie ausgeben, dann nehme ich meistens JSON, wo ich dann gezielt auf die einzelnen Werte zugreifen kann. Und das ist das Erste, was ich entscheiden muss, nämlich JSON oder RAW. Und das Zweite ist natürlich, wo wende ich es an? Und ComAjax ist da sehr freundlich zu uns. Deshalb kann man einfach sagen, okay, ich nehme entweder ein Template, ein Modul oder ein Plugin. In dem Fall habe ich jetzt ein Example als Plugin-Name, als Template-Name, als Modul-Name. Also ich habe dann zum Beispiel ein Template, wo Example heißt, damit es funktioniert. Ich habe ein Modul, was Example, ein Mod-Example dann heißen würde und ein Plugin, was dann PLG unterstrich dann den Typ, was es ist, unterstrich Example heißt. Und die würde ich mal durchgehen. Fangen wir mit Template an. Hat vielleicht jemand einen Anwendungsfall? Warum sollte ich in einem Template Ajax implementieren wollen? Dass Bilder nachgeladen würden. Kontaktformular Joomla. Genau, das ist dann eher ein Modul oder eine Komponente. Aber komme ich gleich darauf, das ist nämlich ein guter Einwand. Bilder, jein, weil Bilder kann man direkt reinladen. Eine spezielle Darstellung für mobile Geräte zum Beispiel, wenn man komplett eine andere Ausgabe machen möchte. Genau, da können wir das ist die Kombination, man holt sich die Displaygröße zum Beispiel bei JavaScript und holt sich dann das entsprechende Bild. Oder auch, was wenige machen, aber man kann im Backend-Template bauen und können dann zum Beispiel die Parameterseite per Ajax laden. Also wenn man auf Template drauf geht, da haben ja Template-Clubs 1000 Millionen Parameter drin. Und das können wir ein bisschen optimieren, indem man nur das, was man braucht, was man gerade aufklappt, per Ajax lädt. Dann ist auch die Ladezeit schneller und der Speichervorgang nicht so kompliziert und nicht so aufwendig. So viel zum Beispiel. Das ist der Aufruf. Optional kann man noch einen Methodennamen mit angeben. Das sieht man genau hier. Und der Ablauf ist folgendes: Komm Ajax, wenn man diesen Aufruf macht, sucht ihm dem Template, in unserem Fall als Example, deine Helper-PHP und ruft dann auf. Das ist dann festgelegt: Template, dann Template-Name, Helper.get. Get ist diese Methode, Ajax. Das bedeutet auch, ich kann, wenn ich jetzt 5 verschiedene Aufrufe habe, kann ich einmal als Methodenname get, einmal load, einmal ja, improve irgendwelche Wörter mitgeben und kann mir dann verschiedene Methoden basteln, je nachdem, wie ich es habe. Und
wir haben ja vorhin diesen Code als Beispiel. Ich ersetze diesen Link durch das Ergebnis, was ich zurückbekomme von dieser Link2.raw. Und das Ganze jetzt gemappt in Template, wird dann so aussehen, dass ich einfach sage, okay, lad doch bitte den Inhalt aus diesem Template. Und diese Helper würden in dem Fall folgendermaßen aussehen. Ich habe die dann in Template Example Helper PHP, habe eine Klasse und habe dann genau wieder diesen Aufruf. Und hier gebe ich dann diesen Link 3 zurück. War es zu schnell? Jemand fragen? Wer hat es verstanden? Die Methode get wird immer automatisch mitgegeben, oder? Genau, get ist Default und wenn man es get haben will, dann... Kannst du nochmal ein bisschen zurück für die Zusammenhänge? Ja. Also was war mein Anliegen? Also das Anliegen war, im Template irgendwo ein JavaScript mitzuliefern, was dynamisch in dem, also das Anliegen war... Also wie sieht das im Template, wie muss ich mir das vorstellen, in JavaScript im Template mitzuliefern? Im Template schreibe ich meine Index.php, das ist mein Template. Genau. Und da in der Index.php, was steht da? Also entweder im Head-Bereich kann man es reinschreiben oder man kann eine Script-Datei mitliefern, die man dann in den Head-Bereich included. Okay, ich mache ein Script-Tag. Und genau. Was mache ich dann in dem Script-Tag? In dem Script-Tag sehen wir dann, genau. Das hier. In dem Script-Tag, im Script rufe ich jQuery, soll alles, was ein A-Tag ist, ersetzen. Laden mit Link.raw. Soll ersetzen, mit dem ersetzen, was in Link.raw zurückliefert, genau. Okay. Natürlich muss man da das bisschen, das jetzt sollte. Ach kurz. So, nee, ist das jetzt wirklich, schreibt man dann das jQuery a.load index.php so? Genau, das ist das eine Methode, es gibt da mehr, es gibt, ja, man kann das Ajax-Funktion nutzen, aber ja. Das okay. Muss man natürlich, das wird so nicht funktionieren, weil man dann erst diese onReady und jQuery mappen muss. Klar, da muss man verschiedene Parameter ausführen, genau. Und auffangen. Aber das ist der essentielle Punkt. Da sind Variablen drin, mit der arbeitet. Genau, und da sage ich dann mit dem, ersetze alle A-Tags mit dem Ergebnis, was da rauskommt aus meinem Aufruf. Und der Aufruf wäre dann genau das. Und der Aufruf wäre halt dieser String hier von hier bis hier, so komme ich jetzt zurück. Und das wäre dann ersetzt. Could you give an example of where Joomla uses comAjax itself? Nowhere, I guess. Oh, okay. There is something in something? The statistics plugin. For Joomla 3, also in Joomla 3, they're in the statistics plugin. Okay, then but I can show you it later. Okay, thank you. Okay. Genau, das ist nochmal zusammen die Übersicht. Also ich habe einen Link 2, mache diesen Ajax Load auf dieses Template Helper und bekomme dann den Link 3 automatisch initiiert durch diese Load-Funktion hier. Die macht es automatisch. Ich könnte es natürlich auch manuell per Hand bauen und sagen, gib mir die Daten, mach dann diese Done-Methode, die ich vorhin gesagt habe, ersetze es so, aber das ist halt eine Abkürzung, die ist praktisch. Okay, das hier hätte jetzt relativ wenig Sinn. Wahrscheinlich. Und theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass man gerne mal dem Ajax-Aufruf auch Daten als Parameter mitgibt. Dass man genau. Sich erstmal alle A-Tags sammelt und die dem Aufruf als Parameter gibt und zurückkriegt man alle A-Tags mit einem Bildchen davor, geht nach außen, wenn von dem A-Tag. Genau. Der und das ist schön, das ist halt eine ganz normale URL, da kann man jetzt weitere Parameter dran hinzufügen. Und das ist im Joomla Framework drin, das heißt, ich habe die Zugriff auf alles, was Joomla bietet, wie Parameter also, auslesen. Können wir wirklich nur mit der URL arbeiten? Also, haben wir also nur einen Get-Parameter, den wir nee, da kann man auch Post senden. Ah, ja. Man kann alle senden. Das heißt, dieses Load macht halt ein Get. Wenn man die jQuery.post nimmt, dann wird ein Post gesendet. Und wenn man GetJSON, wird dann das JSON erwartet, dann wird auch ein Get gesendet. Ja. Nicht, dass das jQuery, klar, aber das jQuery ruft ja jetzt Index.php auf. Mit Option ist gleich com und wenn man das so aufruft, hat man ja eigentlich keine andere Chance, Parameter zu übergeben, als dass man das an die URL hängt, quasi, oder? Da gibt es dann auch weitere Parameter hin dran, da, von der URL, wenn man das bei jQuery einfach nachschauen, da kann man parallel zuhängen mit weiteren Daten. Ich glaube nicht, dass wir über ein jQuery, also meine Frage bezieht sich eher darauf, wie kriegt das com Ajax seine Parameter, wenn ich dem
mehr Informationen mitgeben will. Wir sind dann hier oben, also wenn man die Aufruf macht, gibt es da oben immer Parameter. Hier, hier, hier. Ja, und jetzt habe ich diese Daten und wie gebe ich die jetzt weiter an ComAjax? An ComAjax wird gar nicht gegeben. Das ist ja ein, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ja wie ein Browser-Click. Das heißt, die ganzen Parameter, die ich jetzt hier mit übergebe, werden wie im Browser mitgesendet. Das Ajax-Prinzip ist mir gerade, meine Frage bezieht sich darauf, ist in so ein Ajax-Ding ist ja dann spannender, weil man nicht nur drei Parameter über die Command-Line mitgibt, sondern wenn man sagt, hier, ich habe schon mal alle A-Tags eingesammelt, ich schicke die mal mit rüber, mach du mir mal für jeden A-Tag was davor, wenn es ein Link ist, der nach außen geht, mach so ein Zeichen davor, dass es nach außen geht. Dafür muss ich ja das, was ich eingesammelt habe, übergeben. Also an die an das PHP. Genau. Okay. Wie geht das? Okay. Ja. Ausgleich. Ja. An dieser Stelle. Ja, wo da ist eine Klasse Template Helper, sehe ich. Genau, die wird aufgerufen. Die wird aufgerufen, aber die muss ja irgendwoher die Daten, die ich mit meinem Skript im Template aufgefangen habe, muss die ja bekommen. Wie? Genau. Die werden mitgesendet mit Ajax und dann kann man hier auf den Request-Parameter zugreifen. Also ich glaube, ihr meint, dass die Daten einfach über die URL kannst du zum Beispiel mitsenden. Genau, also die werden ja mitgesendet und dann kann ich hier jetzt auf die Request-Parameter von PHP zugreifen. Zeig's mir mal, wo die mitgesendet werden. Ich hab's stell dir vor, hängt noch ein Add und View ist ja, gleich so und so. Der Get-Parameter ist begrenzt. 4K oder so. Dann und dann musst du das Get auch noch, wenn du es in der URL hast, umformen, damit du URL-konform bist. Und Post, wie kriege ich denn die Post-Daten in diesen Aufruf? Indem statt einfach jQuery.post und dann werden die ja als Post mitgeladen. Ja, jQuery gibt mir alles wunderschön zurück, aber wir gehen doch hier an diesen Helper, das ist doch PHP. Genau, und da kann ich ja dann. Wie kriege ich denn diesem Helper die Daten mit? Ich mache Ajax mit meinem jQuery. Das ist ja mein Empfänger. Genau, und der Empfänger, dem möchte ich Daten geben. Von außen, von jQuery. Von dem, was ich mit meinem Ajax-Call bekommen habe. Also sowas wie wenn du Variablen hinten dran hängst und View ist gleich Ding und ID ist gleich das und diese zwei Variablen möchte er hier gerne abfangen und auswerten. Okay, das kann man wahrscheinlich oben ins Get in die URL schreiben. Genau, das kommt aber wie, und wie ich hier drauf zugreife dann. Ja genau, wie komme ich da jetzt an die Daten ran, die ich mitgeschickt habe? Genau, da gibt es dann in Joomla diese, die heißt JInput, Klasse. Die kann ich hier ganz normal benutzen, da mache ich eben JApplication, dann nehme ich die JApplication Input. Mach dann get int, get string, hol mir die Daten raus. Also das ist einfach ganz normal, das ist ein Joomla-Framework drin. Ich kann ja komplett Joomla nutzen. Das ist halt der Vorteil, vorhin habe ich ja gesagt, manche liefern ihre einzelnen Dateien mit, die dann Joomla vorbeigeht. Aber das ist in Joomla drin. Das ist sozusagen, es geht über die Index.php, das ist wie eine normale Komponente. Also ich kann, wenn ich eine Komponente, die zukünftig in eine Komponente machen kann, kann ich hier dieser Helper auch machen. Okay, alles klar. Und das ist halt der Weg von ComAjax. Soweit? Okay. Ja. Noch jemand fragen? Das weiß ich ja, ganz einfacher Teil, jetzt kommt er schwer. Genau, das ist jetzt nochmal die Übersicht, da waren wir ja schon. Und das gleiche gibt es im Prinzip für Plugins auch. Da ist der Aufruf statt Template habe ich Plugin. Wir haben auch einen optionalen Parameter, der ist aber Group. Und der Clou dahinter ist, es gibt ja verschiedene Plugin-Typen. Es gibt Content-Plugins, es gibt User-Plugins, es gibt System-Plugins. Und die Krux ein bisschen ist, ich muss Plugin irgendwie ansprechen und es soll ja nicht irgendwie alle Plugins geladen werden. Das wäre ja sinnlos. Deswegen kann ich angeben, welche Gruppe von Plugins geladen werden. Also ich sage, in dem Fall als Standard wird einfach die Ajax-Plugin-Gruppe geladen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Content irgendwas reinbaue, habe ich nachher noch ein Beispiel dabei, kann ich mal vorwegnehmen, zum Beispiel Content Reload per Ajax. Das heißt, ich habe einen Artikel, im Hintergrund editiert ihn jemand und ich will per Ajax den neu laden. Dann brauche ich ja ein Content-Plugin, was diesen Reload-Button reinfügt. Und dann brauche ich jetzt in dem Beispiel ein Ajax-Plugin, was ja keinen Sinn macht. Dann hätte ich ja zwei Plugins für eine Funktionalität, die zusammenhängt. Deswegen kann ich ja die Gruppe definieren, könnte sagen, okay, statt Ajax nimm doch Content. Dann wird das Content-Plugin geladen und ich brauche nur ein Plugin. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn ich sage hier in dem Beispiel Group Ajax, da werden alle Plugins aus diesem Ordner geladen und dann wird ein ganz normaler OnAjax-Example-Trigger getriggert.
Und man denkt, jetzt ist ein bisschen komisch, warum werden da irgendwie werde nicht mein Plugin geladen, sondern alle Plugins aus dieser Gruppe. Aber die Idee dahinter ist, dass eigentlich nur mein Plugin dann diesen Trigger kennt. Das heißt, es werden zwar alle Plugins geladen, aber tatsächlich wird nur mein, ich erkenne das Plugin, ich erkenne diesen Trigger, weil ich ihn habe. Aber die Frage ist berechtigt, weil ich gebe ja oben auch den Namen des Plugins mit, also kann ich doch eigentlich gezielt nur dieses eine laden. Aber es gibt Joomla sehr schwer nur her, also ich würde mal sagen, das war der Grund damals. Also von irgendwie die einzige Möglichkeit ist, eine eigene Plugin-Gruppe. Genau, dann müsstest du das Plugin selber initialisieren, kannst du nicht über das Event-System von Joomla machen. Ich weiß es nicht, ob es das ist, aber ich würde mal leise die Vermutung äußern, dass das der Grund war, warum das so gelöst wurde. Okay. Weil diese Lösung gibt halt Zweizeilen-Code, die andere Lösung gibt halt Riesen-Code, weil man alles selber machen muss. Das ist so der nicht ganz saubere Kompromiss. Auf jeden Fall, also man definiert nicht wirklich, welches Plugin geladen wird, sondern man definiert den Aufruf, den Trigger. Brauche ich denn dann noch den Aufruf-Plugin-Example? Ja. Okay, weil sonst hast du hier keinen Trigger. Achso, der Trigger. Mhm. Genau, und jetzt wieder hier aufs Beispiel gemünzt von vorhin, dann würde ich so aufrufen, wenn es ein Ajax-Plugin wäre, wenn es ein Content-Plugin wäre, würde ich hier halt noch Groove gleich Content hin dranhängen müssen. Also Default ist Ajax. Ajax. Als Groove. Genau. Hat schon mal jemand ein Ajax-Plugin gesehen? Ich auch noch nicht. Genau. Und im Plugin selber wird es dann standardmäßig, man hat dann seine Plugin-Klasse, und hat dann diesen Trigger drin und der liefert dann das zurück, was ich brauche. In dem Fall wieder RAW und dann Link 3. Wenn ich jetzt ein normales Content-Plugin habe, dann... Achso, die Funktion muss innerhalb des eigentlichen Plugins sein. Also im Prinzip ist wie OnContentPrepare dieser Trigger, nur halt an einer anderen Stelle. Und Ajax, genau. Name. Genau, und das ist dann wieder das Modell, unser Beispiel, links unser Original, wo dann den Link 3 zurückbekommt in der Set. Ja. 15 Minuten machen. 15. Das reicht. Genau, und Module, die sind wieder ähnlich wie Templates. Also Templates ist erst vor 3 Monaten rein. Das war, wie ich mich dann darauf vorbereitet habe, war ich auch positiv überrascht. Das Templates sind Module, ist auch schon länger drin. Im Prinzip das gleiche Prinzip. Es wird eine Helper PHP geladen. Es wird eine Struktur zusammengebaut. Mod, Example, von da oben. Unser Modul heißt also, wie man hier sieht, Mod, Example. Und dann wird die Gateway-Checks geändert. Und Get ist wieder parametrisierbar. Kann ich dann ein eigenes Wort mitgeben, wenn ich es mehrfach benutzen will. Das ist dann der Aufruf. Und so sieht dann die Helper in dem Modul aus. Also wie man sieht, das macht eigentlich kaum einen Unterschied. Die Strukturen sind immer gleich. Kommt nur darauf an, was ich habe, von wo ich starte. Und hier wieder die gleiche Struktur. Link 2 wird mit Link 3 ersetzt. Kannst du noch mal eine Folie zurück, bitte? Ja. Okay, gut. Wichtig ist jetzt hier, bei Modulen gibt es eine Krux. Es wurde irgendwann mal eingeführt, dass Module nur noch die geladen werden, die auf der aktiven Seite da sind. Das bedeutet, wenn ich den Aufruf mache, so, werden im Prinzip nur die Module geladen, die auf der Startseite aktiv sind, weil das ja die Standard-Item-ID ist. Das bedeutet, wenn ich auf der Unterseite ein Modul habe, das ein Ajax triggern soll, muss ich die Item-ID des aktuellen Menüpunktes mitgeben, damit das Modul wieder selbst geladen wird. Genau, das ist die ID vom Menüpunkt. Das ist wichtig. Also wie kriege ich die in JavaScript raus, wenn ich eine Set-URL habe? Das musst du per PHP mit als Data-Attribut zum Beispiel mitgeben. Okay. Oder du baust diese URL per PHP, du musst ja mit Router, JRoot zum Beispiel auch zusammen. Achso, ja, aber ich befinde mich ja auf der fertig geladenen Seite. Und auf dieser fertig geladenen Seite müsste ich ja irgendwo die Item-ID erstmal hinterlegen. Genau, die musst du deinem Modul sozusagen mitgeben. Verwenden kann. Genau, die musst du in deinem Modul irgendwie als Data-Attribut oder was auch immer mitgeben. Oder du musst halt Inline-JavaScript dir das zusammenbauen und dann kannst du ja per PHP genau. Also ich muss das im Modul berücksichtigen, dass ich. Wenn es ein Modul ist, wo nicht auf der Startseite ist. Ja, ja okay. Ja. Also Kontaktformulare sind wahrscheinlich dann nicht auf der Startseite, musst du es mitgeben. Ja. Soweit Fragen. Also noch zusätzliche Fragen. Aber gerne weiter fragen, ja. Ich würde gerne mein Verständnis an einem Use Case prüfen. Da komme ich jetzt dazu. Okay. Danke. Beispiele. Ich habe zum Beispiel für Kunden ein Rückgruß-Service-Modul. Das war noch vor Custom Fields.
gebaut. Das ist einfach ein Modul, wo er immer ganz unten auf der Seite Rückrufservice dazu hat. Und genau da habe ich das eingebaut. Da gibt es dann ein Formular, was an den Ajax-Engine geschickt wird. Und die Ajax-Engine gibt in der Helper einfach nur das hier zurück und wird ersetzt. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel für ein Modul. Das gleiche für ein Plugin, weil ich vorhin erwähnt habe, diesen Content-Lade-Plugin, sozusagen ein Ticker. Also es gibt ja Ticker-Komponenten und so, aber mit einem kleinen Plugin könnte man es sich selber integrieren. Man erstellt einen Artikel, wo irgendwas drinsteht, hier Lorem Ipsum. Und dann entweder ein Knopf, oder man kann ja per JavaScript alle 5 Sekunden aktualisieren, macht einen Aufruf in dem Plugin und lädt in dem Plugin dann die Artikelinformationen aktuell und gibt die zurück als JSON oder RAW. Und das setzt es immer wieder. Das heißt, ich kann im Backend diesen Artikel öffnen und kann live schreiben, speichern. In dem Moment, wenn er dann aktualisieren klickt, kriegt er dann zum Beispiel ein Bild rein oder neuer Text oder irgendwas. Weitere Beispiele? Vielleicht hast du ein Use Case? Ja, was? Ja, wir sagen, das ähnelt dem letzten Beispiel. Ich habe neulich so eine Seite online gebracht, wo der Betreiber gerne haben wollte, dass sein Blog dargestellt wird wie ein normaler Blog mit Weiterlesen, aber wenn man auf Weiterlesen klickt, soll ich das normale Joomla Weiterlesen aufmachen, sondern es soll einfach nach unten sich öffnen und der Rest des Artikels soll kommen. Genau, das ist vielleicht sogar ein Template-Thema mit Override-mäßig, dass man da dann was Schönes macht. Also ich habe es gelöst, indem ich den ganzen Artikel geladen habe und das Weiterlesen hinter ein JavaScript gelegt habe, was den bis dahin verborgenen Teil dann zeigt. Okay. Wird bei größeren Blogs aber nicht mehr so richtig gut nutzbar. Und da kann man jetzt ein Plugin oder mit einem Ajax-Plugin vielleicht definitiv besser. Da würde ich sogar vielleicht das Template nehmen, also dass man Override-mäßiger was hinbaut und dann dieses Override, wo dann gezielt nur diesen Beitrag zurückliefert, zurückgibt. Okay. Mhm. Hat vielleicht noch jemand ein Beispiel? Bei Validierung ist es recht praktisch, ob zum Beispiel die E-Mail-Adresse schon vorhanden ist, damit man nicht erst den Seitenaufruf machen muss. Genau, der Vorteil ist dann auch, mit diesem Plugin kann man die Validierung einbauen und trotzdem die Core-Komponente von Joomla nutzen, die Joomla-Benutzerverwaltung, weil sie sich ja andockt. Das ist ein gutes Beispiel. Und jetzt die Frage, komm Ajax, kann man denn noch mehr mitmachen? Vielleicht gar kein Ajax dafür verwenden? Und wie vorhin gesagt, Ajax ist ja eigentlich nur ein Browser-Klick, der per JavaScript simuliert wird, aber ich kann ja den umgekehrten Weg gehen und sagen, ich führe diesen Com-Ajax-Aufruf selber aus. Und das haben wir bei uns so entdeckt, so Programmierer ist man ja ein bisschen faul und will nicht dafür große Funktionalitäten irgendwelche Komponenten bauen. Und was ich zum Beispiel gerne mache, ist irgendwelche Plugins oder im Template irgendwas zu schreiben, wo ich so im Backend, das ist meistens Shortcuts habe für irgendwelche Generierungssachen. Das heißt als Beispiel, ich habe ein Content-Plugin gebaut damit. Ich hatte einen Kunden, der sagte, ich hätte gerne 10 Downloads. Ich habe ein Buch geschrieben, dass 10 Downloads angeboten werden. Da könnte ich jetzt natürlich irgendwelche Extensions-Erweiterungen, was gibt's da? Ich kenne mich da nicht aus, JDownloads, also wie heißen die? Focker-Download. Also Focker-Download irgendwas installieren. Aber ich habe mich entschieden, ein Ajax-Plugin zu bauen. Und das macht folgendermaßen, ich gehe da hier in den Artikel rein und habe hier so einen Befehl, Download und Access und gebe mir Dateinamen an. Das mache ich einfach bei Content und Content Prepare, ersetzt es und habe dann auf der Seite einen Download-Link hier, der in dem Fall so aussieht. Ich rufe die com-ajax auf, mit dem Plugin Download, Content Plugin und gebe das mit. Wenn ich jetzt draufklicke, passiert jetzt mal gar nichts, weil ich habe nichts implementiert. Also der Link geht ins Leere. Aber was jetzt die Magie ist, oder dass ich diese com-ajax-Komponente habe, das bedeutet, dieser Aufruf triggert eine on-ajax-Download. Und in dieser on-ajax-Download ist vielleicht die Frage auch von vorher mit den Parametern. Kriege ich dann hier eine Artikel-ID, kriege einen Dateinamen, kriege das Format zurück. Und dort verwurstle ich das alles. Lade mir den Artikel aus der Datenbank anhand der Artikel-ID, schaue, ob die Berechtigungen da sind, dass man den Artikel überhaupt sehen darf. Und wenn alles da ist, gebe ich die Datei zurück als Download. Und wenn ich keine Berechtigung habe, gibt es einfach eine Fehlermeldung. So als PHP-Stream, Prinzip. Genau. In dem Fall ZIP wird halt automatisch dann gemacht. Und das dann zum Beispiel, wie man die Parameter bekommt. Im Plugin kann man ja, als Beispiel App ist jetzt nicht belegt, aber App ist die Application.
kann man Input holen, dann ist getString, muss dann idealerweise eine Validierung machen, sonst kann ich es mal ja ohne aufrufen und am Schluss gibt man halt die Datei aus. Hätte noch mal jemand ein Beispiel ohne Ajax, was den macht? Hat jemand eine Idee? Also ich könnte mal, wenn man was kaufen will und in Europa eine Umsatzsteuer-ID hat, dann wird die Umsatzsteuer, wenn man eine europäisch gültige Umsatzsteuer-ID hat, anders abgerechnet, als wenn man keine hat. Ja. Und testen muss man das auf einem Server, auf einem europäischen Server, der prüft, ob dein Unternehmen eine Umsatzsteuer-ID hat. Mhm. Und die Umsatzsteuer-ID gibt man ein in einer Maske. Und da ist dann das Problem, das ich dann leider nicht so elegant gelöst habe. Wir müssen die einlesen, wir müssen den Server fragen, aber wir wollen natürlich für den Benutzer auf der Maske bleiben. Ja. Wäre das auch ein Use Case für Ajax? Genau, das wäre ein Use Case für Ajax. Jetzt aber da Use Case ohne Ajax, sozusagen, die kommen Ajax nutzen ohne Ajax. Achso, nee, ja. Das war mir zu kompliziert. Und da habe ich zum Beispiel für unser System, ich war vorhin jemand im Vortrag, haben wir so eine Bibliothek gebaut, wo wir Content aus CSV-Dateien importieren. Und so aus Zeitnot ein bisschen habe ich im Backend jetzt keine große Import-Funktionalität gebaut, sondern ich habe ein Plugin gebaut, wo ich einfach eine Datei irgendwo hinlege, dieses Plugin über die com-ajax trigger, ohne irgendwas mit Ajax zu nutzen, obwohl die com-ajax heißt. Und das macht mir einen Import. Und das gleiche mit einem Export. Oder ich mache ein Backup, ein kleines Backup-Skript. Kannst du das Import-Export nochmal so für dumme Schritt? Okay. Also ich habe eine CSV-Datei, die in die Datenbank muss, in irgendeiner Form. Ja. Und da könnte ich mir jetzt natürlich eine Komponente für schreiben, wo ein Upload-Feld hat. Ich lade es hoch, dann wird es verarbeitet und dann eigentlich reingeschrieben. Ja. Das ist natürlich viel Aufwand, das hatte ich die Zeit nicht dafür. Da habe ich ein Plugin geschrieben, wo im Prinzip das Hardcode ausliest und reinschreibt. Und dieses Plugin rufe ich halt über diesen com-ajax auf. Manuell per Hand, ohne dass ich irgendwie eine Java jQuery Ajax Funktionalität nutze. Und wie übergibst du die CSV? Die lade ich in einen definierten Ordner rein, mit einer definierten Dateiname. Achso, das Plugin weiß schon, wo es ist. Genau, es weiß schon, aber ich nutze halt den geringen Entwicklungsaufwand von dem Plugin, nutze ich den Vorteil, dass ich das Plugin nutzen kann, um die Schnittstelle. Da muss ich die ganzen Komponenten, Struktur, die bietet mir halt com-ajax. Ich biete nur die kleine Funktionalität, die das Import durchführt. Achso. Und das gleiche auch für Backups. Da gibt es, man kann mit Cronjobs mitarbeiten, also gibt es in Joomla Cronjob-Schnittstelle. Aber manche haben keine Cronjobs, dann gibt es so von außen Anbieter. Und da können wir sich dann entscheiden, dass man statt diese Cronjob-API ein Plugin schreibt, wo dann über com-ajax getriggert wird. Was? Das genau. Ist sozusagen der universelle Komponentenersatz. Genau, also im Prinzip, ja. Ich würde es aber nicht empfehlen. Auch die Beispiele sind doch... Ja, also so ein bisschen, man spart sehr viel Zeit damit. Aber es ist halt nicht ganz... Ja. Aber es ist halt nett, so für kleine... Ich nutze es oft für Sachen, die ich kontrollieren muss, die ich nicht automatisiert haben will, aber wo ich nicht den Aufwand reinstecken muss, weil nur ich das durchführe. Wo niemand anders mitarbeitet. Dann nutze ich das gern, com-ajax ohne irgendwelche JavaScript-Funktionalitäten, sondern einfach das Skript mit der Funktionalität als Plugin und dann trigger ich es. Rufe ich die URL auf und mach's. Genau, und vielleicht für Template-Entwickler ist interessant, Less-Sass-Compiler, wo man Parameter hat, wo man es reintippen kann. Dann klickt man generieren und dann wird live im Hintergrund zum Beispiel Sass und Less generiert. Durch die Template-Helper zum Beispiel. Genau. Ja. Also Sass und Less generieren heißt ja, dass da ein Less-Interpreter sein muss, ja, die CSS Joomla produziert. Dabei. Und wie ist denn der von der Performance her? Das weiß ich nicht, aber das ist ja egal. Weil das passiert ja nicht live, sondern das macht man ja einmal. Also in dem Moment, wo ich das Template konfiguriere. Du machst das einfach nur, Templates konfiguriert, drückst da drauf, genau, dann wird das einmal im CSS umgesetzt, genau. Dann ist gut. Genau. Das wird nicht jedes Mal bei jedem Plattformen. Deswegen habe ich die Funktionalität halt da. Ich baue diesen Trigger, ich kann sozusagen, können wir jetzt eine Schnittstelle bauen und immer, wenn ich dann diese URL mit com-ajax aufrufe und einen Plugin-Trigger, dann wird es im Hintergrund generiert. Bin ich noch in der Zeit? 3 Minuten hast du noch. Ich habe noch Fragen für 3 Minuten.
Gibt es sicherheitstechnisch irgendwas zu beachten? Ja, es gibt keine, von ComAjax gibt es keine Abfrage, ob du berechtigt bist. Das heißt, du musst diese Berechtigungsabfrage selber machen. Also wenn du jetzt irgendwas Kritisches rein in der baust, solltest du mindestens testen, ob man Superuser ist zum Beispiel, oder eingeloggt. Okay. Once I used webhooks, what's the difference between webhooks and AJAX? You mean the server-side push? Yeah, sorry, I mean WebSockets. Yeah, WebSockets, okay. Yeah, yeah, different is the AJAX came from the client, from browser, so from the website to the server, and webhooks are from the server pushed to the client. Okay, thanks. Ja. Ist die ComAjax auch im Backend verfügbar? Jawohl, ist auch im Backend verfügbar. Die, witzigerweise wird einfach die Frontend-Datei genommen, reingeladen. Also ist identisch. Aber auch hier ist, da gibt es dann den Check, ob man eingeloggt ist, weil es ja über das Backend läuft. Das läuft ja immer über das Joomla-Framework. Aber mehr Checks gibt es auch nicht. Das heißt, auch hier aufpassen, ob man, dass man mit Berechtigungen, dass da nicht jeder irgendwie Backend User löschen kann, zum Beispiel. Hat schon auch Tücken, das Ding, gell? Ja, das ist halt, wie sagt der Onkel von Spider-Man, große Macht gibt große Verantwortung. Ja. Weitere Fragen? Wenn, okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar wird das in Joomla 4 auch weiter beibehalten, vermutlich schon, oder? Ich denke schon, ja. Man weiß es nicht, aber ich denke, ja. Wahrscheinlich, okay. Weil es ja im Chor so wenig eingesetzt wird, aber ja. Ein Beispiel. Das heißt, viel Statistiken an Joomla senden, damit ihr wissen, das ist sinnvoll. Genau. Und Folien gibt es hier unter diesem Link. Dankeschön.